Und damit geht's weiter. Wir wollen nach Nordamerika. Ah, da haben wir's. Perfekt. Wir stehen halt immer falsch rum. Oh, stürmische Brise hier. Segel öffnen. Und wir müssen nach New York, oder? Nein, wir müssen nach River Valley. So ist es richtig. Und los geht's. Suchen Sie den nördlichen Teil der Welt auf, um größere Schiffe mit größerer Beute zu finden. Okay. Eieiei, das ist ja weit weg. Ja, so. Dann müssen wir einmal da links rüber und dann hoch. Alles klar, okay. Da hat es übrigens einen Aussichtspunkt, den würde ich mir ganz gerne noch kurz schnappen. Soll heißen, einmal ran ans Ufer. Steuerruder verlassen. Und ab ins Wasser. Ja, aber mit Absicht, mein Freund. So, einmal an Land. Ah, ich mag das hier einfach. Viel lieber wie diese Eisgebiete. So, dann müssen wir hier einmal hoch. Das klappt ja wunderbar. Und hepp. Ja, noch ein Stückchen. Komm schon. Na, sehr schön. Dann wollen wir mal synchronisieren. Ein weiterer Standpunkt und gleich das Teil noch mit einsammeln. Ein Fragment. Auch wenn ich die nicht wirklich sammle. Ein kleines Boot. Boah, das ist mega schön hier. Ganz ehrlich. Ich feiere das über alles. Zurück zum Schiff. Sehr nice, dass die überall stehen, die Teile. Natürlich nutzen wir den Wind. Sonst dürft ihr gleich anfangen zu rudern, Leute. Nur weil es mal ein bisschen windet. Seid ihr denn gar nichts gewohnt, Leute? Bisschen was plündern. Was immer brauchen. Hm, da will ich momentan nicht hin. Ach komm. Ah, vorbei. Da gibt's noch mehr zu plündern. Holz. Was ist denn da hinten? Ich glaube, ich werde es gleich rausfinden. Und andocken. Wie schön das immer andockt. Hammer geil. Hier ins Wasser zu springen. Na? Im Kopfsprung auch noch. Bei einer Tiefe von einem Meter. Was haben wir denn hier? Schiff rufen. Welches Schiff denn?
Ich würde das jetzt gerne wissen. Aha, okay. Vieren und Fahrt aufnehmen. Na los, spann die Leinen. Andocken. Raus aus dem Wind. Anker ab. Wie das aussieht. Ja. Aber geil. Okay, so komme ich also direkt aufs Schiff, was Sinn macht. Total. Na, dann wollen wir mal hier rüber. Da haben wir doch jemanden. Ehre und Treue. Shay. Ein gern gesehener Gast. Jack? Colonel Monroe hat sich General Montcalm ergeben. Die Franzosen haben mit den Abenaki Fort Henry eingenommen. Johnson sollte eigentlich Verstärkung heranschaffen. Ich sehe sonst niemanden. Die Abenaki sind unruhig. Sie kennen den Begriff ergeben nicht und wollen Montcalm nicht gehorchen. Der Colonel ist am frühen Morgen abgerückt. Sie laufen in eine Falle. Wartet hier, falls Johnson kommt, ich schütze den Colonel. Danke. Vielleicht kann ich endlich meine Schuld bei ihm begleichen. Dann wollen wir ihn doch mal schützen, natürlich. Komme ich zu spät? Na, woher? Ach nee, nicht schon wieder diese Schleicher. Ich kann sie echt nicht ab... Das ist so ein unangenehmes Geräusch, finde ich. Na, ein Scheiß werde ich. Dass ich den gerade nicht gesehen habe. Bereitet mir ein bisschen Sorge. Was habe ich denn ausgewählt? Rauchbomben. Ja, das ist ganz gut. Da üben könnte einer sein. Ja, da haben wir einen. Ja, ja, du mich auch. Munition plündern. Auch bei dem. Noch eine Rauchbombe, perfekt. Komm schon. Zack, 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 komm. Oh Mann, zwei gegen einen ist doch unfair, oder? Ja, ja. Hab ich dich. Jetzt gibt's eine auf den Deckel. Da haben wir doch nochmal einen. Ja komm, willst du mich verarschen? Bitteschön. Sonst sehe ich hier nichts, ne? Nee. Passt soweit alles, dann gehen wir mal hier drüber. Oben entlang. Da unten haben wir doch was laufen. Ich kann dich sehen. Die denken sich halt immer, die kriegen mich. Mann, Mann, Mann. Oh, was ein Kampf. Alter Schwede. Die sind eigentlich in Unterzahl. Egal. Master Cormac. Sir, beeilt euch. Bringen wir die überlebenden Männer auf die Morrigan. Ein willkommenes Angebot, Captain Cormac. Folgt mir. Sicheres Geleit voraus. Okay. Darf ich fragen, was sich in Fort William Henry zugetragen hat? Schlechte Planung und noch weniger Glück, fürchte ich. Montcalm konnte uns tagelang bombardieren. Froschfresser. Gemach. Er handelte sehr ehrenhaft. Bei den Unterhandlungen machte er uns ein überaus großzügiges Angebot. Wir durften unsere Waffen und sogar unsere Farm behalten. Nur um in eine Falle zu tappen. Es war nicht zu erwarten, dass uns ein Franzose verteidigt, oder? Nein. Sicher nicht. Ihr habt erneut eure Treue zu den Templern bewiesen, Master Cormac. Euer Leben für mich riskiert. Wir sind noch nicht in Sicherheit, Colonel. Was die Treue betrifft, nun, ich bin euch etwas schuldig, nicht wahr? Ihr habt mein Leben gerettet. Gabt mir eine zweite Chance. Wir arbeiten seit nunmehr einem Jahr zusammen. Und wie
dieser Zeit habt ihr uns viele gute Dienste erwiesen. Was auch immer ihr mir zu schulden glaubt, ist getilgt. Meint ihr nicht auch? Vielleicht. Da haben wir doch welche. Du lebst? Angriff! Entdeckung! Ach, du blöder Arsch da, ey. Das fehlen die Worte. Gasmaske einmal aufsetzen. Oh, verdammt, ich wollte eigentlich die Gasmaske aufsetzen. Na komm, verdammt. Hat ein bisschen zu lange gedauert, ne? Jetzt bin aber ich dran. Einmal Gas, bitteschön. Und zack. Und da wir schon dabei sind, machen wir gleich noch einen. Ich kümmere mich kurz mal um alle hier. Ihr werdet nicht den Colonel angreifen. Komm schon, zack. Gib ihm. Ja, das ist eine Granate, würde ich auch sagen. Gasmaske auf. Und zack. Weiter geht's. Deckung durchbrechen. Und von hinten angreifen. Jetzt gehe ich mal kurz um den hier. Auch bei ihm die Deckung durchbrechen. Zack, 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 zack. Der wird's nicht mehr lange machen. Und der hier ist recht nicht. Na, ich will nicht den anderen angreifen, ich will schon den Gegner. Oh ja. Haltet eure Männer in Bewegung. Ich übernehme die Vorhut und warne bei Gefahr. Eine vernünftige Strategie. Also, wir werden. Okay, das heißt, wir müssen hier einmal hoch. Darum gibt es auch einen Aussichtspunkt, den holen wir uns gleichzeitig noch. Oh Mann, das wird jetzt gar nicht mal so einfach. Es wird, glaube ich, gar nichts mit dem Aussichtspunkt. Komm. Einmal den Aussichtspunkt, natürlich nehme ich ihn mit. Ach, wie schön hier. Könnte so idyllisch sein, wenn man uns nicht angreifen würde. Ja, würde ich sagen, den hier schneide ich mir als erstes. Oh Mann. Pistole. Ah, ich habe nicht mehr genug Schuss. Ich habe nur noch eine Pistole. Ah, nein. Du kannst mich mal. Oh Mann, von überall. Komm schon, mach ihn fertig. Mensch, hier Schild. Ich brauche ein Schild. Den hier nach unten. Da wird garantiert noch einer sein. Ja, oh verdammt. Das ist ein bisschen schief gelaufen. Ich muss da eher schleichend vorgehen. Schauen sich halt auch alle an. Das ist natürlich nicht so angenehm für mich. Einmal hier schleichend. Okay. Momentan schaut er rüber. Also kein guter Moment. Er schaut weg, er schaut weg, er schaut weg, er schaut weg. Da kommen schon unsere Leute. Das geht viel zu schnell, Jungs. Das sollte langsamer machen. Und zack, den nächsten. Da wieder hoch. Dann, wo haben wir ihn? Der war doch da hinten. Naja, garantiert da hinten drin. So wie das schon leuchtet. Zack, hab ich dich. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Und jetzt hole ich mir dich. Oh Mann, das war natürlich sowas von auffällig.
Oh, jetzt lass mir mal überlegen, wie ich da rüberkomme. Der schaut momentan in eine andere Richtung. Also ab nach unten. Kleine Rolle und dann erledigen wir den hier. Unser nächstes Opfer. So, jetzt müssen wir da hoch. Komm schon. Komm, Shay. Nur ein kleines Stück noch. Direkt entlang hangeln. Und dann schnappe ich hier dich. Da erledige ich gleich mal beide. Dann schnappe ich mir eine Waffe. Und erledige den da hinten. Ah, ist zu weit weg. Hab dich. Und ab geht's nach unten. Schnell. Kesse Gowasi lässt nicht locker. Kesse Gowasi. Ihr kennt den Mann, Master Cormac. Hi, Colonel. Er gehört zu Achillesmännern. Ein Assassine. So wie ich einst. Sie wissen, dass ich ein Templer bin. Und jetzt weiß der Assassine, dass ihr lebt. Und dass ich den Templern helfe. Ich bin kein Narr, Colonel. Die Assassinen werden mich jagen. Wir beide sind jetzt Ziele. Ja gut, er war's schon vorher. Wir jetzt auch. Aber da ich eh vorhatte, die Assassinen zu erledigen... Falle, stimmt's? In der Tat, Master Cormac. Aber wir haben keine Wahl. Die Franzosen haben wir überlebt. Das schaffen wir auch. Ich soll ihn also verteidigen. Ich werde gleich werden viele herkommen. Und da das so schön hier arrangiert ist, glaube ich, dass da oben welche sein werden. Oh, gleich da. Her mit dir. Ich gehe oben entlang. Zack. Ich brauche ein menschliches Schild. Ja, das zählt. Ich hatte ihn eigentlich schon erledigt. Ich habe dazu keine Zeit. Ich hoffe, es zählt noch. Bin gleich wieder da, Jungs. Komm, 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 komm. Nicht mehr viel Zeit. 4, 3. Ja, es zählt. Sehr schön. Oh, gerade so entkommen. Entzündet das Teil. War knapp. Ihr habt mich gerettet, Master Cormac. So bin ich eben. Und ihr mich, Colonel. Genau. Es gibt viel zu bereden. Doch ich muss zu meinen Soldaten. Sir, ich begleite euch zu Johnsons Handelsposten bei Onaquagga. Dann breche ich sofort auf. Master Cormac, kommt dorthin. Mission abgeschlossen. Unbeschadet bleiben und nicht entdecken lassen. Ah ja, das wäre schwer geworden. So, und wo müssen wir als nächstes hin? Wir gehen jetzt nach Hauptmission. Ich weiß leider nicht genau, was da ist. Und wo man da überhaupt anlegen kann. Gar nicht mal so easy.